Hallo Leute, willkommen zurück. Ich bin's wieder, Jan, und jetzt denkt euch, was seht ihr? Beziehungsweise, ich denke mal, den meisten wird es vom Sehen her was sagen. Und ja, es ist Pokémon-Karten und Moment, hier erstmal auswählen, damit ich vielleicht anfangen kann. Ich nehme Kopf. Ja, natürlich. Auf jeden Fall, ich warte jetzt, bis ich am Zug bin. Irgendwie kann ich mich besser konzentrieren. So, ja, wahrscheinlich bin ich jetzt irgendwie... Ja, wirf eine Münze, wenn du mit einem verwirrten Pokémon angreifst. Bei Zahl hat dieser Angriff keine Auswirkungen. Du musst 3 Schadensmann auf das vierte Pokémon legen. Yay. So, und zwar, ich habe, also die das mitgekriegt haben, ich habe es ja jetzt in Bayern erst gelernt, wie es geht. Und es hat mir halt übelst Fun gemacht. Deswegen habe ich mir auch das Online-Spiel geholt. Weil offline kann ich eigentlich eh nicht so wirklich spielen, außer vielleicht halt mal mit Basti, weil ich habe keinen Freund wirklich in der Umgebung, der das Spiel kann oder wahrscheinlich auch überhaupt Bock hat, das zu lernen. Und ja, ich dachte mir, dann nehme ich das einfach mal auf, also spielt's online, nehmt's auch mal auf und ja, dann je nachdem, wie es euch gefällt, werde ich es dann halt auch mal öfter vielleicht mal zeigen oder zumindest zwischendurch würde ich es dann halt mal aufnehmen, je nachdem, wie sehr es euch gefällt. So, erstmal hier, ziehe 3 Karten. Ja, das mache ich mal. So, ja, komm, die legen wir auch mal. Schön, jetzt kann ich, glaube ich, ein Pokémon wählen. Okay. Ja, komm, hier. Erstmal gucken. Ich denke mal, ich werde Flamli nehmen. Ja, komm, ich nehme Flamli. Okay. So, und ja, also wie, je nachdem, keine Ahnung, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, je nachdem, wie gut es euch gefällt, werde ich es dann halt mal vielleicht mal etwas öfter zeigen, vielleicht noch nicht, muss ich mal gucken. Also wie gesagt, kommt auch drauf an, wie es euch gefällt. Mir macht es auf jeden Fall Spaß zu spielen. Okay, denke, ich werde nicht angreifen, weil ich, wenn ich Pech habe, mir eh selbst was ziehe. Dann mache ich das so. Lege das an Flamli und was bringt das denn überhaupt? Nimm 2 Basis-Energiekarten von einem ab. Okay, das ist nicht schlecht, aber ich beende mal den Zug. Ja, ich kämpfe jetzt gerade mit dem Basis Fire Deck, weil ich habe mir noch kein eigenes gemacht, weil ich kann mir halt kein kein eigenes noch wirklich machen, zumindest nicht, Liga 1, boah, gibt zumindest diese angefühlt. Okay, ich kann mir halt noch kein richtiges machen, also es wäre so gemischt, das wird dann mit den Energiekarten und so auch gar nicht passen, also, ja, deswegen, habe ich mir jetzt das Basis-Deck genommen und, ja, so, Zug beenden, nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, ob es wäre oder weniger schlecht ist für die, die überhaupt das Spiel so kennen. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch das kennen. Was? Wähle die Karten, die du auf deinen Ablegestapel legen möchtest, bis nur noch 5 Karten übrig sind. Wie viele habe ich denn jetzt? 3, 4, 7. 2 muss ich ablegen. Ich würde sagen, eine Energiekarte und Trank ist eigentlich... Achso, das ist Äther. Warte, das kann ich gerade gar nicht lesen. Decke die oberste Karte auf dein Deck. Handelt sich um eine Basis-Energiekarte, lege ein. Okay, das ist eigentlich ganz gut, aber gut, das werde ich noch runter tun. 30 Schaden. So, jetzt mal gucken. Nein, das brauche ich eigentlich noch nicht machen. Ach, stimmt, ich hätte auch. Warte, wie viele? 2, ne? Das war jetzt doof, egal. Da hätte ich vorher mal überlegen müssen. Egal, ich tue jetzt erstmal das hier. Der wird noch eine Runde überleben, also passt das. So, und Flamli. Und, ja, Zug beenden. Hä? Achso, der heilt sich wahrscheinlich, oder? Hä? Ich weiß Gott gar nicht. Den werden allen 20 Schadenspunkte angelegt. Ich weiß aber gerade gar nicht, wieso. Oder das lag an der Karte. Jedes Pokémon im Spiel, deine und deines Gegners erhält plus 20 KP. Ja, da jetzt können wir hier wieder warten, bis das ist egal. Und ja, ich spiele gerade offline.
Und warte, das sage ich am besten, wenn der Gegner im Zug ist, weil es dann einfacher ist so für mich. Wenn wir konzentrieren und so. Ich glaube, ich entwickle jetzt mal Flamni. So. Ich weiß gar nicht, ich hab Logok gar nicht gesehen, vielleicht war ich aber noch nicht da durchs ganze Deck. Ja, also ich spiele gerade offline. Einfach zu beenden. Einfach weil erstmal wird. Ich soll mich aber noch ziemlich viel aussuchen und ja, ein Online-Kampf wird halt wahrscheinlich ziemlich lange dauern. Nicht unbedingt, aber kommt halt je nachdem halt, wie gut die Gegner sind. Und ja, komm. So, je nachdem, wie gut die Gegner sind, zumindest dauert es länger oder halt nicht so lange, whatever. Aber ich dachte mir, Offline-Kampf wird auf jeden Fall wahrscheinlich kürzer dauern, deswegen, ja, oh, der ist noch nicht K.O., okay. Ja, komm, Flamni, du kommst noch und, was, ich kann noch, ich komme gerade irgendwie nicht mit. Ja, einfach, damit es nicht zu lange dauert. Weil ich mich auch noch genug ausruhen soll. Und auch noch, weil ich will jetzt nicht hier irgendwie 5 Stunden aufnehmen, dafür, dass ich es dann nachher keinen Arsch anguckt, weil ja, ich habe ja keine Ahnung, wie sehr euch das wirklich interessiert oder wie es euch gefällt und deswegen ist es jetzt eigentlich nicht nötig, dass ich da 5 Stunden ein Video hochlade und ja, nur so, damit ihr Bescheid wisst. Warum ich hier jetzt gerade offline spiele. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich öfter das mache, wahrscheinlich auch online spielen und ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wovon ich gerade labern soll. Aber gut. Ja, komm, mach Double Kick. Ja, aber gar nichts. Das ist ein bisschen doof mit online, finde ich, weil ihr seht ja, wie die Mütze da gehopst ist. Die hat sich nicht mal gedreht, also keine Ahnung. Ich mag Vincent vom Computer nicht. Naja, passiert, ne? Ja, komm. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich das überspringen kann. Toll. Ja. Gut, ich weiß noch nicht, was passiert. Ich hab's einfach übersprungen, hat mir wahrscheinlich Schaden gemacht. Egal. So. Jetzt ist die Frage. Ich denke mal, ich werde. Doch, ich leg, glaube ich. Warte, wie viel Leben noch? Ey. So. Okay, das passt doch nicht. Ups, genau. Deswegen werde ich jetzt nochmal Jungglut das anlegen. Dann macht Jungglut Flammenwurf. Da ist Bummelow auch K.O. Und ich krieg noch eine Preiskarte. Yay. So. Okay, kann ich gerade noch nicht so viel mit anfangen. Na, schade, jetzt ist mein Jungglut auch kaputt. Auf jeden Fall, ja, komm, Squirtle. Quirtle, ich weiß jetzt gerade gar nicht, egal. So, das kommt so, setz ich einfach ein, Energie ist Schaden nie, und ja, dann Angriff, warte, erstmal nochmal gucken, so, Hitzestoß war nichts Besonderes, ne, nee. Okay, ja, das passt. Schön. Was auf jeden Fall, oder was heißt auf jeden Fall, aber wahrscheinlich kommen wird, ist auch zu, später, wenn ich eine gute Kamera habe, also, nee, keine Kamera, eine Webcam habe, wird wahrscheinlich auch mal ein Online-Kampf kommen. Nee, was habe ich jetzt? Kein Online-Kampf. Ein Kampf mit Basti, also die ihn kennen, da halt mein Freund aus Bayern. Ja, halt, dass wir dann über Skype das irgendwie machen, halt, ich leg's irgendwie auf meinen Schreibtisch, mit, dass man das halt sieht mit der Webcam und dann halt nehme ich sein Bild einfach auf und ja, wenn das alles so klappt, wie wir uns das gehofft haben, dann, ja, wird davon auf jeden Fall auch was kommen, also im Real Life, dann habe ich auch mein eigenes Deck, das irgendwie dann finde ich auch noch besser. Hier kann ich zwar auch mein eigenes Deck erstellen, aber ich find's in echt eigentlich eh insgesamt besser. Aber gut, so, ja, komm, überspringen wir mal. So. Gut, ich kann jetzt Vulnona, ne? Ja, Vulnona spielen. Dieser Angriff fügt 50 weitere Schadenspunkte für jeden speziellen Zustand zu, von dem das verteidigende
Okay, also macht's eigentlich nur 20, weil wahrscheinlich wird der Gegner unter keinen Zustand leiden. Wenn du dieses Pokémon von deiner Hand spielst, um eins deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du ein Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen sein aktives Pokémon austauschen. Okay, das ist cool, aber dann warte ich jetzt mal. Der hier hat 90. Ich mach mal den mit dem wenigsten dann am besten. Oder sein stärkstes, weil er da noch nichts angelegt hat. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. So. Okay, dieses Pokémon fühlt sich selbst... Ja, ganz tolle Karte. Okay, was war hier nochmal? Die sagen, 10 Schadenspunkte mal der Anzahl der Pokémon auf deiner Bank zu. Okay, das ist nicht schlecht, aber der hat da noch nichts angelegt. Deswegen werde ich das wahrscheinlich jetzt so machen. Einmal Winona entwickeln. Ja, ist gut. Ja. Und zwar gegen Ordoch. Ordoch, was ein Name. So, dann an Winona. Und du setzt jetzt den Stoß ein. Schön. Ja. Was ein bisschen doof ist, ist eigentlich, dass ich die neuen Pokémons noch gar nicht so. Okay, das ist gar nicht schlecht eigentlich. Nee, ich nehme das mal nicht. Ich rüste mal mein Flamni aus. Was halt doof ist, ich kenne jetzt so die neuen Pokémon. What the fuck, wie schnell das ging. Die neuen Pokémon alle noch gar nicht so, also die Schwarz-Weiß-Pokémon und die von Heart Gold und Soul Silver, da waren ja auch noch neue. Und die kenne ich halt alle nicht, weil ich da halt ab Diamant ja, wie gesagt, das, also an die man aber Special gesehen haben, wisst das halt, dass ich ab da so aufgehört habe, Pokémon zu spielen, ab Diamant. Und das ist ein bisschen doof, dass ich die halt alle nicht kenne, aber was soll man machen, ne? Ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich werde ich mir eine Edition von X und Y holen. Welche muss ich mal gucken. Aber ich denke mal schon, dass ich mir da eine holen werde. Und ja, nur so zur Info. Auch wenn es wahrscheinlich niemanden interessiert. So, jetzt ist der K.O., oder? Ne, der hat noch. Doch. Schade. So, da mache ich aber jetzt nicht wohl Nona. Immer Flamni. So. Ja, ich krieg auch gerade sehr gute Pokémon. Ach, Mann, was brauche ich für ihn? Ah, den, den ich ja verhandelt habe. Aber ich habe davon die Vorentwicklung gerade nicht. Toll. Ich denke mal, ich nehme Vulpix. Dann noch. So. Flamni, Gülne, Kohlen. Nice. Ne, der hat noch 10 Leben, glaube ich. Müsste. Ja, 10 Leben hat er noch. Ach komm, ich will jetzt mal was Gescheites kriegen. So. Ja gut, Energie hätte ich noch nicht unbedingt gegen Braun, aber egal. Ich kann mir jetzt auch eigentlich mal wieder Energien holen. So. Und du tötest jetzt mal Plauderkai. Yay. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, von was ich alles gerade geredet habe oder ob ich irgendwie überhaupt schon fertig war. Auf jeden Fall ist der Kampf gleich vorbei. Ich brauche noch, muss noch ein Pokémon von ihm besiegen, dann ist er vorbei. Ah ja. Also ich finde auf jeden Fall, dass es Fun macht. So, dann auch das. Und glühende Kohlen. Bumm. Ah, der hat so viel Leben, Mann. So, das kann man zum Glück erst überspringen, sonst dauert es nur noch länger. Und ja, eigentlich brauche ich hier jetzt nichts mehr machen. Da kann ich direkt glühende Kohlen wieder einsetzen. So, wen tue ich jetzt noch? Komm, Winona, du gewinnst das für mich. ja, komm, setz dich einfach ein, einfach weil ich es kann, hab nichts anderes zu tun. So, das setze ich einfach noch dran, weil ich es kann, und Flambo-Fluch. So, und ich habe gewonnen. Ja, das war der erste Kampf. Gegen den Computer ist es halt relativ einfach, wobei ich auch nur noch eine, weil er auch nur noch eine Preiskarte hat. Aber ich habe gewonnen, ist gut, und ja, wie gesagt, ich sehe es ja erstmal an den Daumen hoch und Daumen runter und schreibt es dann von mir aus auch in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und ja, vielleicht werde ich es dann halt öfter mal zeigen, so zwischendurch mal. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.